Es ist Donnerstag, der 14. Mai 2020. Sie sehen das Stadtfernsehen Brandenburg mit dem SKB-Journal und folgenden Themen. Politik auf der Straße, Demo des Verkehrsclubs. Wahl in Wusterwitz, Amtsdirektor ist gewählt und SVV im Theater, neuer Bürgermeister gewählt. Tja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom SKB-Journal. Der Verkehrsclub Deutschland, kurz VCD, hat am Mittwoch vor der SVV vor dem Großen Haus des Brandenburger Theaters eine Fahrraddemo abgehalten. Hintergrund der Aktion sind der Bau und die Planung von Radverkehrsanlagen, die für den VCD alles andere als fahrradfreundlich sind und zum Teil sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Frank Träger vom VCD nennt dabei ganz konkret die neu markierten Schutzstreifen in der Bauhofstraße. Die Demonstration war ordnungsgemäß angemeldet, alle Beteiligten hielten auch sehr vorbildlich den Mindestabstand ein. Der SKB hatte bereits mehrfach über die Amtsdirektorenproblematik in Wusterwitz berichtet, jetzt gab es eine Einigung. Mit 8 von 8 Stimmen wurde am Mittwochabend der Verwaltungsexperte Michael Hase zum neuen Amtsdirektor in Wusterwitz gewählt. Er wohnt aktuell in Lübben, war dort Hauptamtsleiter und will sich nun zügig eine Wohnung hier vor Ort nehmen. Für Amtsausschusschef Frank Goye ist die Einstimmigkeit der Wahl ein starkes Signal über Partei- und Ortsgrenzen hinweg. Was tun wir in Zeiten, die uns herausfordern? Wenn die Restaurants geschlossen sind, dann unterstützen wir sie und holen Takeaway bei ihnen. Wenn Ärzte und Pfleger kaum noch ihre Masken vom Gesicht kriegen, dann beginnen wir, Masken zu tragen. Wenn die Schwächeren unter uns bedroht sind, dann lernen wir neue Wege für unseren Alltag. Wir halten zusammen. Zusammen gegen Corona. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Ich konnte nicht mehr länger wandern. Das Radfahren ging schwer. Treppe steige. Katastrophe. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Knobi, Knobi, und du bleibst vital. Knobi Vital basiert auf der Unterstützung einer gesunden Herzfunktion durch den positiven Effekt des Knoblauchs. Also ich kann es nur weiterempfehlen, es hat tatsächlich was gebracht und ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung unter 07528 20 6000. Nach über 2 Jahren hat Brandenburg an der Havel endlich wieder einen Bürgermeister. Fast einstimmig votierte die Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch in ihrer ersten Sitzung in der Corona-Krise für den gebürtigen Neuruppiner Michael Müller. Der studierte Stadtplaner soll vor allem in der Stadtplanung neue Akzente setzen. So sieht sie aus, die Stadtverordnetenversammlung in Zeiten der Pandemie im Brandenburger Theater. Hygieneabstand inklusive, praktisch auch als politischer Sicherheitsabstand, dürfte so mancher scherzen. Vergleichsweise unspektakulär kam dagegen die Wahl des neuen Bürgermeisters daher. Lediglich 3 Stadtverordnete verweigerten dem 41-Jährigen ihre Stimme. Kritische Nachfragen hatte es zuvor keine mehr gegeben. Und das, obwohl nicht alle Fraktionen mit dem Auswahlprozess einverstanden waren. Vor allem die Freien Wähler beanstandeten die fehlende Transparenz. Denn zumindest das persönliche Kennenlernen konnte in Corona-Zeiten freilich nicht in gewohnter Art und Weise stattfinden. Nur der Ältestenrat hatte zuvor noch dazu die Gelegenheit gehabt. Doch es gab Alternativen, die aber offenbar nicht alle nutzten. Wir hatten letzte Woche mit Herrn Müller eine sehr lang andauernde Videokonferenz. Und soviel ich weiß, hat er das auch allen anderen Fraktionen angeboten. Also die Möglichkeit bestand sehr wohl für alle Fraktionen, auch auf diesem Wege, der vielleicht
ein neuerer ist als noch vor 3 oder 4 Jahren, mit Herrn Müller persönlich in Kontakt zu treten. Bei uns waren alle Stadtverordneten der Fraktion dabei und es war ein sehr gutes Gespräch. Deswegen auch unsere Unterstützung auf jeden Fall und die Freude darauf, dass hier endlich im Bereich Stadtentwicklung hoffentlich die positiven Nachrichten zukünftig überwiegen werden. Oberbürgermeister Steffen Scheller wirkte vor allem erleichtert, dass die vakante Position nun endlich wieder besetzt wird. An seinem Wunschkandidaten ließ er zugleich keine Zweifel aufkommen, versuchte aber auch, mögliche Bedenken der Stadtverordneten zu zerstreuen. Wir haben hier mehrere Bewerbungen gehabt. Ich denke, das zeigt auch tatsächlich, auch wenn Sie ja in den Listen, die ich Ihnen dazu noch übergeben habe, nachvollziehen können, dass die Qualität derjenigen Damen und Herren, die sich beworben haben, wie man so schön sagt, durchaus unterschiedlich ist. Aber doch eine ganze Reihe von Kandidatinnen und Kandidaten gehabt, die für unsere Stadt ein Gewinn gewesen wären. Aber es geht nicht darum, jetzt zu sagen, wer hätte es noch werden können, sondern es soll der Beste werden und das ist im Ergebnis dieses Verfahrens Herr Müller. Dem schloss sich auch die SPD-Fraktion an, die jedoch die Stadtentwicklung als Achillesferse der Stadt bezeichnete. Herr Müller, ich weiß nicht, ob Sie bei Ihrer Bewerbung schon einen Blick hatten, wie die politischen Verhältnisse hier in der Stadt sind und wie konfliktbeladen der Bereich Stadtentwicklung ist. Vermutlich nicht, aber wahrscheinlich ist das auch besser so, denn es ist die beste Voraussetzung, hier völlig unbedarft den neuen Job anzutreten. Doch da konnte der Angesprochene alle beruhigen. Ich bin mir bewusst, auf was ich mich einlasse. Ich kenne natürlich, das muss man mir auch nachsehen, natürlich nicht alle Vorgeschichten und die werde ich auch kennenlernen. Ich glaube, wichtig ist, dass ich ohne eine Vorgeschichte auf die Sache gucke. Das ist, glaube ich, auch der Vorteil, dass ich ein Externer bin. Der Vorteil ist, dass ich Brandenburger bin. Wenn es mal vielleicht vom Ton etwas schroffer wird, dann weiß ich, das ist der Dialekt und die Mentalität und nicht die Art. Er ist also schon mal nicht zimperlich, der Neue. Eine gute Voraussetzung. Aber womit hat er noch gepunktet? Einerseits diese Bandbreite, die ich habe oder mitbringe, dass ich halt nicht wirklich nur an einem Ort war, dass ich sehr unterschiedliche Städte kennengelernt habe. Dann natürlich auch, ich weiß nicht, inwieweit der Heimatbonus eine Rolle gespielt hat. Ich glaube es eher nicht, aber das ist ja auch der Punkt, weswegen ich dann auch wieder zurück in die Heimat gekommen bin. Aber eben auch ja, die Themen, die ich angesprochen habe, die eben mir wichtig waren, aber auch die Art und Weise, wie ich zusammenarbeiten möchte. Ich habe häufig gehört, ja, frischer Wind. Ich glaube auch, dass ich es ganz gut verkörper und flexibel und nicht verharren. Die Hoffnungen, die in den studierten Stadtplaner gesetzt werden, sind groß. Doch auch er selbst hat Respekt vor der neuen Aufgabe. Brandenburg an der Havel hat ja eine extreme Qualität aufgrund der historischen Bausubstanz. Und das muss man wirklich behutsam, aber auch zeitgemäß weiterentwickeln. Aber da hat, wie gesagt, auch Brandenburg in den letzten Jahrzehnten eine extreme Leistung vollbracht. Das muss man wirklich auch hoch anerkennen. Und es ist, diese Stadt ist ein Schatz. Und von daher fühle ich mich auch sehr geehrt, für so eine alte, ehrwürdige Stadt zu arbeiten und zu entwickeln mit dem entsprechenden Respekt. Und freue mich einfach extrem darauf. Offiziell wird der frisch gebackene Bürgermeister seinen Dienst am 1. August antreten. Trotz Corona-Einschränkungen scheint die Arbeit gesichert. SVV und Ausschüsse sollen fortan unter den angepassten Bedingungen im Theater- und Rathaussaal wieder regelmäßig stattfinden. Wir kommen zu den Wetteraussichten mit dem SKB-3-Tagestrend. Das durchwachsene Wetter erinnert eher an den April und auch mit den Temperaturen geht es nur sehr sachte aufwärts. Am Freitag erwarten wir 16 Grad, es ist teilweise bewölkt, am Samstag ändert sich da nichts und am Sonntag wird es dann wie gesagt ganz langsam wärmer, 17 Grad sind angesagt. Liebe Zuschauer, das war das SKB-Journal vom Donnerstag. Ich verabschiede mich. Tschüss, machen Sie es gut.